75.000 Euro. So eine Summe hebt man nicht mal eben so ab. Das denkt sich auch Elisabeth Tremmel, als eine 72-jährige Frau nervös und verunsichert genau diesen Wunsch äußert. Dann habe ich halt auch nachgefragt, ganz vorsichtig, für was es brauchen würde, das Geld. Und dann hat sie eben gemeint, ganz ängstlich, sie darf es nicht sagen. Also die Leute haben sie als Polizei ausgegeben. Die Polizei hat eben gemeint, dass ihre Tochter in einen Unfall verwickelt ist. Und dass ein Todesopfer bei dem Unfall eben passiert ist. Und dass sie jetzt festgenommen ist und dass sie 75.000 Euro zahlen soll, damit die Tochter freikommt. Diese Geschichte, ein klassischer Schockanruf. Betrüger wollen Geld und Wertsachen. Ich habe den Fall sofort erkannt, weil der ist genau so abgelaufen, wie er uns damals bei der Schulung auch erzählt worden ist. Elisabeth Tremmel klärt die noch völlig ängstliche Seniorin auf, kontaktiert dann die Polizei. Genau richtig, auch wenn nicht wirklich etwas passiert ist. Zeigen Sie jede Tat bei der Polizei an, auch die Versuchstaten. Für uns ist es immens wichtig, da die Täter sich immer auf ein Gebiet konzentrieren, zu wissen, wo sie sich gerade aufhalten. Es gibt uns die Möglichkeit, Fahndungshinweise zu bekommen und Täter festzunehmen. Auch wenn es noch keine Festnahme gab, das Wichtigste, die 75.000 Euro sind noch da, wo sie hingehören.